Liebe 09-Fans, ein dreckiger 0:1 Auswärtssieg beim 1. FC Kalmarienborn, der uns das Leben insbesondere in der zweiten Halbzeit doch recht schwer gemacht hat. Aber die Jungs haben es mega verteidigt, kaum etwas zugelassen, ein paar Weitschüsse. Edin Sancak musste eigentlich nicht wirklich eingreifen und deswegen freuen wir uns natürlich über diese drei Punkte und diesen knappen 0:1 Auswärtssieg. Und jetzt soll und muss es auch endlich zu Hause wieder klappen. Deswegen sehen wir uns hoffentlich zahlreich am Samstag gegen die Kölner Amateure und dann wollen wir auch zu Hause die nächsten drei Punkte holen. Bis dahin, macht's gut, schönes Wochenende euch, viel Spaß bei den Stimmen und bei den Highlights zum heutigen Spiel. Die 09er in der ersten Halbzeit in den grauen Trikots von links nach rechts kontrollierten von Beginn an die Partie hier in Kalmarienborn. Hinten standen sie sehr, sehr stabil und vorne lauerten und warten sie geduldig auf ihre Chance. Die erste Abschlussmöglichkeit hier von Berkan Cambulut, doch der Ball wurde abgeblockt und zur Ecke verteidigt. Die 09er weiter nach vorne spielend, mal ein Weitschuss von Kapitän Nico Buckmeier, kein Problem, allerdings für den Kehner Keeper. Dann die 21. Minute, Jeffrey Obst wird da gefoult, geht allerdings weiter. Berkan Cambulut setzt sich da mit einem klasse Dribbling gleich gegen drei Spieler von Kalmarienborn durch, sieht Nico Buckmeier, der hat die gute Abschlussmöglichkeit, zögert im Moment zu lang und deswegen kann die Abwehr vom 1. FC Kalmarienborn nochmal klären. Der folgende Eckball von Berkan Cambulut landet über Umwege bei Maelko Boos, Riesenmöglichkeit aus 16 Metern, doch erzielt 2 Meter über das Tor. Es blieb dabei, der 1. FC Kalmarienborn fand vorne 0 statt und hinten hatten sie auch zunächst erstmal alles im Griff. Dann die 33. Minute, Ratschuweit mit dem kompletten Blackout. Der Rückpass zu kurz, Berkan Cambulut, klasse, aufgepasst. Und Nico Buckmeier sagt Dankeschön. Viertes Saisontor vom Kapitän der SG 09. Das 0:1 in der 33. Minute. Verdient zu diesem Zeitpunkt definitiv. Aber natürlich glücklich zustande gekommen durch diesen Blackout von Ratschuweit. Berkan Cambulut legt klasse quer und keine Mühe für Nico Buckmeier, die Führung zu erzielen. Kurz vor der Pause, die 09er bemüht, weiter nach vorne zu spielen, aber kontrolliert. Emre Jeseljova mal mit dem Abschluss aus der Entfernung. Das war es in der ersten Halbzeit. 0:1 die Führung für die SG 09. Das erste Mal zupacken in der 55. Minute musste Edin Sancak da hier in diesem Laufduell. Und das zeigt letztlich, wie sicher die SG alles verteidigte. Bezeichnen für die Angriffsbemühungen des 1. FC Kalmarienborn. Diese Sequenz hier um die 67. Minute bis zum 16er stets bemüht. Versuchten sie eine Lücke in der 09 Defensive zu finden. Aber das war schwierig. Das machten die Jungs von Faratoko richtig gut. Aber Kalmarienborn immer bemüht. Hier mit der Möglichkeit dann die Schussmöglichkeit. 16 Meter vor dem Tor und dann bezeichnend dieser schwache Abschluss. Und so hatten die 09er keine Mühen, diesen Vorsprung über die Zeit zu retten. Letzte Möglichkeit in der Nachspielzeit. Dieser Schlenzer landet in den Armen von Edin Sancak. Letzten Endes ein, wie gesagt, knapper, aber verdienter und dreckiger Arbeitssieg hier in der Herkules Arena in Kalmarienborn für die SG 09. Der vierte Saisontreffer von Nico Buckmeier machte letztlich den Unterschied. Jetzt geht es weiter nächsten Samstag gegen den 1. FC Köln U21. Da freuen wir uns drauf. Bis dahin ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Bis dahin. Matze, 1:0, dreckiger Sieg, wollte der Trainer ganz gerne haben, haben wir dann eingefahren, hast so ziemlich alles weggehauen, was da hinten kam, mit den anderen Jungs zusammen natürlich. Deine Einschätzung zum Spiel? Ich glaube, erste Halbzeit waren wir ganz gut im Spiel, wir haben auch versucht, den Ball laufen zu lassen, standen defensiv eigentlich sehr stabil, fand ich, haben eigentlich fast nichts zugelassen, machen dann das Tor ein bisschen glücklich, ja gut, dann verwalten wir das. Ich glaube, hier tun sich noch andere Mannschaften sehr schwer, ne? Auf dem Kunstrasenplatz und der Gegner schießt immer sehr tief und kämpft und alles, also Hauptsache 3 Punkte. Das ist ganz wichtig. Ja, aber wo wichtig, gerade nach der Heimniederlage jetzt gegen Wuppertal zu Hause, jetzt auswärts wieder nachgelegt, war für die Moral und insgesamt auch für die Tabelle natürlich wichtig? Ja, definitiv. Ja. Ich denke, jeder Sieg ist absolut wichtig für die Moral und die Tabelle. Also
ja, auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt spielen wir gegen Köln, glaube ich. Ja. Und ja, einfach nachlegen. Ne? Alles klar. Danke dir. Bitte. Schön, dass du wieder dabei warst. Ja. Schönes klar. Wochenende feiert. Ein bisschen Vorsicht, Wespe. Ja. Weiter danke. Geht's. Danke. Zeit gut Druck ausgeübt haben. Da hat man auch gesehen, die Jungs können Fußball spielen. Ne? Ja. Und dementsprechend können wir voll und ganz zufrieden sein. Wichtig war heute nach den 2 Stunden Fahrt hier einfach die 3 Punkte mitzunehmen. Klar. Das war oberste Priorität. Das haben wir geschafft. Wie verändert der Platz das Spiel? Also ist das, muss man sich einfach darauf einstellen? Ich habe gestern in Berliner Straße auf Kunstrasen auch nochmal trainiert, ja. Aber trotzdem eine Einheit ist dann schwierig wahrscheinlich. Ja, vor allem. Das glaubt man jetzt gar nicht so, aber jeder Kunstrasen ist anders. Ne? Okay. Also gestern Multinocken noch angehabt auf dem Kunstrasen, super geklappt, hier wieder Nocken. Aber wir haben ja das Glück, dass wir auch in der Jugend früher alle eigentlich Kunstrasen gespielt haben. Deswegen kommt man da relativ schnell wieder rein und dann passt das auch. Aber der Ball läuft natürlich anders, die Bewegungsabläufe sind anders. Mal bleibt man hängen mit dem richtigen Schuhwerk. In einer anderen Situation rutscht man aus und das ist auf Rasen dann nicht so, aber... Da hält sich die Waage. Das passt schon. Kamarinborn hat es schon vielen das Leben schwer gemacht und du hast schon angedeutet, in der 2. Halbzeit haben sie versucht, Druck zu machen. Jetzt die ganz dicken Dinge hatten sie dann glücklicherweise nicht, weil wir es, glaube ich, sehr gut verteidigt haben. Aber ich fand, sie haben es auch sehr spielerisch versucht zu lösen zumindest. Also jetzt gar nicht mal immer ständig Kick and Rush oder so. Wie hast du da das gesehen? Absolut. Von Kamarinborn? Sehe ich genauso. Also die Jungs haben es wirklich gut gemacht. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir... Sie haben auch spielen lassen, weil unsere Abstände ein bisschen zu groß waren. Wenn wir 5 bis 10 Meter vorschieben oder generell als ganze Mannschaft kompakter stehen, dann haben die auch deutlich weniger Möglichkeiten, nach vorne zu spielen. Und dann greifen sie vielleicht immer öfters zu dem Ball, klar, der dann wie in der 1. Halbzeit auch keinen Abnehmer mehr findet. Gut, wir freuen uns über die 3 Punkte, die, wie gesagt, ganz wichtig waren. Danke dir für die Zeit und wir sehen uns nächste Woche Samstag gegen Köln. Mach's gut, schönes Wochenende.